Mein Name ist Harald Sturm. Ich bin Leiter des Abacus Nachhilfeinstitutes im südlichen Nordrhein-Westfalen. Das Abacus Institut hat als Kernprodukt Einzelnachhilfe beim Schüler zu Hause. Die Nachfrage nach Nachhilfe ist immer anlassabhängig und ein Anlass war in diesem Falle nicht mehr gegeben, da alle Schüler versetzt werden sollten, keine Klausuren mehr geschrieben wurden und auch die Durchführung der zentralen Prüfungen vollständig in Frage gestellt war. Und damit ist die Neunachfrage nach Nachhilfe komplett auf Null abgefallen. Das waren verschiedene Maßnahmen. Zum einen haben wir unser Innendienstteam sofort in Homeoffice-Arbeitsplätze geschickt und haben die interne Bürostruktur so umgestellt, dass jeder auch von zu Hause aus arbeiten kann. Zum zweiten haben wir alle Unterrichte, die Einzelunterrichte zu Hause sind, auf Online-Unterrichte umgestellt und haben die dafür notwendige Infrastruktur getestet, ausprobiert und den Familien- und Nachhilfelehrern zur Verfügung gestellt. Wir haben Facebook als Kommunikationsinstrument erkannt, weil man über diesen Kanal sehr, sehr schnell und einfach mit Kunden und Mitarbeitern kommunizieren kann. Es haben alle beteiligten Gruppen im Grunde die gleichen Fragen und die gleichen Unsicherheiten, die wir auf diesem Wege sehr, sehr schön beantworten konnten. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war nämlich total geräuschlos. Das Abacus-Team hat sich im Hintergrund besprochen, welche Art von Änderungen wir brauchen, welche jetzt notwendig sind. Und das wurde dann vom Abacus-Team ans Sutter-Team herangetragen. Und wenige Stunden später habe ich die Rückmeldung bekommen, hat funktioniert. Also ich bin damit glücklich und zufrieden. Das war total problemlos. Gerade in dieser Krisensituation, in dieser Sondersituation zeigt sich ja, wie flexibel Unternehmen sind. Und hier war, kann man nur ganz positiv sagen, es hat einfach funktioniert. Das war genial. Ich möchte wieder den Job machen, den ich gut mache, weil ich ihn gern mache. Ich möchte wieder Eltern beraten. Ich möchte morgens meine Kinder in den Kindergarten bringen oder zur Schule schicken. Ich möchte mich mit Lehrern austauschen und prüfen, warum irgendwo ein Lernerfolg nicht funktioniert. Ich möchte wieder Normalität haben. Ich möchte kein Krisenmanagement erfahren. Das macht nämlich keinen Spaß.